Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dackmobil. Wo sind wir wieder? Habt ihr schon eine Ahnung? Man sieht es noch nicht auf den ersten Blick. Wir sind in Pünderich. Wo liegt Pünderich? Pünderich liegt direkt an der Mosel. Wir sind hier an der Mittelmosel, genau in der Mitte zwischen Zell und Traben-Trarbach. Und Pünderich ist ein wahres Kleinod, vom Tourismus nicht überlaufen. Schnuckliges kleines Örtchen mit einem wirklich mega schönen alten Ortskern, der hier vorne direkt am Ufer dann für euch zu entdecken gibt. Wir waren hier schon sehr oft, auch vor unserer Zeit, wo wir YouTube gemacht haben, und lieben hier gerade auf dem Stellplatz, der hinten in der Richtung liegt, aber 2-3 Minuten zu Fuß von hier nur entfernt ist, waren wir oft und wir lieben hier die Ruhe. Zu dem Stellplatz machen wir euch natürlich, wie sollte es anders sein, in gewohnter Art und Weise wieder ein Stellplatzvideo mit allen Details, die ihr für den Stellplatz wissen müsst. Kommt mit und genießt mit uns das Wochenende, das wir hier vom 21. bis 23. Juni 2024 genießen. Wir zeigen euch, was ihr hier alles so machen und entdecken könnt. So, und jetzt lassen wir uns erstmal ins Wochenende starten. Auf geht's! Und wenn ihr euch fragt, warum es hier so laut ist, schaut mal da drüben. Die haben Spaß ohne Ende. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 22. Juni 2024. Und es ist Regen angesagt. Bis 11 Uhr. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt. Wir sind ganz nass vom Nichtregen. Ich glaube, wir haben jetzt 9. Also, wir sind gestern ja um 19.30 Uhr hier angekommen in Pünderich und dann fing es auch an zu regnen. Und es hat heute Nacht auch immer wieder geregnet, aber die Wettervorhersage soll besser werden und ich bin erschrocken, wie leer es ist. Hier war vor einer Woche noch Hochwasser, die Spuren siehst du im Örtchen noch, zeige ich euch auch später nochmal. Aber auch die anderen Plätze, wir sind hier an Zell vorbeigefahren und haben St. Aldegund, Neef, die haben wir alle gesehen, als wir hergefahren sind. Ich habe es noch nie so leer erlebt. Wir sind ja schon oft hier gewesen, vor unserer YouTube-Zeit waren wir hier regelmäßig, sehr oft, gerade in Pünderich. Das haben wir selbst im April, wenn der wieder aufmacht oder ich weiß nicht, die wann er wieder aufmacht. Wir sind all unterwegs. Zum Teil nach Frankreich unsere Fahrt nachfahren. Ja, aber es ist wirklich verdammt leer für Sommer. Wir haben genau vor einem Jahr in Kinheim gestanden und sind früher nach Hause gefahren, weil es so heiß war. Da bin ich nachts um 12 noch duschen gegangen. Weil, ja, das ist nur wahr. Ne? Aber jetzt frühstücken wir erstmal und dann zeigen wir euch mal hier Pünderich. Separates Platzvideo wie immer. Und zu dem Platz gibt es nämlich direkt zu sagen, der ist erweitert und verbessert worden. Hier gibt es einige Neuerungen, deshalb gibt es hier auch für uns ein Update. Und Pünderich liegt zwischen Zell und Traben-Trarbach. Und wenn das Wetter mitspielt, fahren wir mit euch nach Zell und nach Traben-Trarbach. Bleibt dran. Was machst du? Eigentlich wollten wir ja jetzt Fahrrad fahren, weil wir ja euch Pünderich und das, was man hier so machen kann, zeigen möchte. Haben hier 2 Stunden mit den Nachbarn geplaudert, bis es anfing zu regnen. Und mein Mann glücklicherweise die Packtaschen aufgelassen hat, wo ich jetzt meine Jacke reintun wollte, falls es regnet. Du wolltest Wasser haben. Ja, aber ich wollte auch eine Sweatshirtjacke rein. Ich habe von so einem Wasser gesprochen. Guck mal, die sind noch aus Frankreich. Sind die nicht süß? Ja, Babyflasch. Ja. Die kannst du in die Jackentasche tun, dann werden sie auch nicht nass. So, ich versuche das jetzt irgendwie noch trocken zu kriegen. Ich nehme mir jetzt noch ein Handtuch und danach fahren wir mit euch mal eine Runde durch Pünderich und dann. Da geht es nach Zell, da ist es schwarz, Richtung Traben-Trarbach. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blind.
Was hier den ganz besonderen Charme ausmacht, sind halt diese alten Fachwerkhäuser, wie hier vorne das alte Fährhaus oder im Hintergrund auch das alte Rathaus. Ich finde die sowas von knuffig. Und auch wenn man so mal ein bisschen in die Fenster reinguckt, auch von drinnen, sind die noch richtig schön in ihrem alten Flair. Und vor allem die Rosen da dran, finde ich immer so schön. So, wir fahren mit euch mal ein bisschen da durch. Weingärtchen, Selbstbedienung. Das war aber mal. Da gibt es aber noch eins hier. Aber auch hier, ne? Die meisten Straußenwirtschaften haben nicht mehr auf. Hast du schon wieder Durst? Nein, aber hier ist Selbstbedienung. Da ist ein Weinzapfautomat. Weiß man jetzt nicht. Ne? Hier sind frische Gläser drin. Ja, genug. Und dann kannst du, glaube ich, zapfen und musst da mit Geld reinschmeißen. Ist das richtig? Ich hab. Was sind das denn? Ponderecher. So? Knöpfen drücken? Nee, halt das Glas drunter. Tut es nicht mehr. Ach so. Was war das denn? Weinprobe? Das war aber jetzt kein ganzes Glas. Hier in der Kiste könnt ihr frische Gläser rausnehmen von Pünderich und dann darunter halten, was ihr haben möchtet und drückt, ob ihr eine Flasche oder ein Glas möchtet. Und dann kommt es da rausgeblubbert. Und man muss, das ist zum Probieren und 0,1 Liter kosten 2,50, ein ganzes Glas, 5 Euro. Und dann werden die gebrauchten Gläser dahingestellt und das Geld könnt ihr da in die Box werfen. Zum Wohl. Wollt ihr mal? Und, hat's dir geschmeckt? Danke, schreibt mal in den Kommentaren, wie lecker es war. Die Rosés hier von der Mosel sind wirklich mal gut. Mädchenwein. Zum Wohl. Ich bin hier immer gerne, obwohl das eigentlich nichts Besonderes ist. Aber es ist so schön ruhig. Ich fahr schneller als das Boot. Ich habe das schon überholt. Und dabei
fahren wir hier jetzt echt nicht schnell. Oh, guck mal, da oben möchte ich nicht wohnen, die Treppe, die da hoch geht. Ja. Alfred, gehst mal eben den Müll wegbringen, morgen kommt eine blaue Tonne. Ich bin hier noch nie ohne Gegenwind gefahren, hier in der Kurve. Hör mal, das ist jetzt echt ein Notruf, ne? Da musst du mir echt bei helfen. Mein Fahrrad hat seit Wochen hinten zu wenig Luft im Hinterrad. Und Alfred sollte mir das mit dem Kompressor aufpumpen. Was sagt er? Wenn du es jetzt schaffst, 3 Abonnenten mehr zu kriegen, dann bekommst du Luft im Rad. Ansonsten musst du feste strampeln. Hilfst du mir, damit ich wieder Luft im Reifen habe? Weil bei mir ist echte Luft raus. Danke! Alfred, mach den Kompressor an. Hast du gut gemacht. Mensch, top. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bleib dran. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough. Die Weinkeller sind, wo die Weihnachtsmärkte sind, das muss hier in dem Stadtteil sein, also hier in dem Bereich. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. Das habe ich mir doch gedacht, dass du wieder deine Schaukel haben willst. Ja, von der werde ich jedes Mal magisch hoch angezogen. Ja. Ein Mehlsack sitzt. War schon mal geschmeidiger hier drauf. Vom letzten Mal. Da hatte ich so Sonnenbrille an, da war es wärmer. Und die ist immer frei. Ich liebe sie. Guck mal, die Kirschen, was die reif sind, über dir, alles schwarze Kirschen, das sind süße. So. Du kannst ja ein paar Kirschen pflücken. Guck mal, wie breit die sich macht. Du kannst auch ein paar Kirschen, du hast ein Fahrrad mitten auf dem Fahrweg stehen. Parket doch wenigstens so, dass jeder noch vorbeikommt. Guck mal, du kannst mir noch ein paar Kirschen pflücken, die sind reif, die sind ganz schwarz. Ich pflück dich gleich. Du weißt, dass ich da immer schön bei schlafen kann. Ich könnte mich jetzt auch noch längs legen. Guck mal, wie die gemacht ist. Meine ist ja kaputt zu Hause. Könntest du mir ja eine neue bauen. Das hat ja nicht lange gehalten mit dem Stoff. Guck mal, das ist Holz. Das kannst du doch so fein. Mach mal noch eine. Bist du noch am Schlafen? Du willst ja nur hinten Döner essen gehen.
Wenn man bedenkt, dass vor einer Woche hier noch Hochwasser stand, ist das relativ schnell abgetrocknet und zurückgegangen. Echt nicht mit gerechnet. Auf der anderen Seite kannst du noch besser erkennen, aber hier am Straßenblach siehst du es auch noch, dass hier Schlamm stand. Man bedenkt, dass das Wasser bis da oben stand. Genau. Anwohner sagte uns eben bis zu den Schienen hier vorne. Also da sehen wir ja, wo die Bahnschienen laufen. Hier sind ja die Pinschen. Heftig. A night aligns all the shady features in all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, got a holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right by. To the sky, to the moon, making my skyline brand new, you. Das, was du heute kannst entkorken, verschiebe nicht auf morgen. Heute eine ganz neue Perspektive. Genau. Weil ich habe meiner Frau nämlich meinen Stuhl gegeben, damit sie die Füße hochlegen kann. Ja, weil mir, wenn aber ich... Aber nur, weil es davor wird, um den Hocker rauszuholen. Ja, weil mir die Knie sonst wehtun. Fahrradtour zu Ende. Plan war heute Abend grillen. Noch einen kleinen Spaziergang, noch ein paar Fotos machen. Aber irgendwie hatte ich im Gefühl, dass das vom Wetter her vielleicht nicht ganz passen könnte. Zum Glück haben wir eben unterwegs noch beim Aldi angehalten, noch ein paar Sachen geholt. Und ich glaube, wir werden heute Abend sogar drinnen essen, nachdem wir ja draußen schon gefrühstückt haben. Es ist jetzt, seitdem wir in Traben-Trarbach zurückgefahren sind, ganz schön abgekühlt. Wir hatten da noch 20 Grad, sind aber jetzt bei 18. Wieso ist ja mir so kalt? Das sind nur 2 Grad Unterschied. Ein bisschen Wind, der Wind freut uns. Ja, ein bisschen Wind dazugekommen. Ich glaube, heute läuft nicht mehr viel. Ich bin hundemüde. Und Alfred ist so still, weil er nämlich auch müde ist. Ich bin nicht müde. Ich muss euch noch Videos machen. Ich glaube, vielleicht gehen wir gleich noch eine Runde, aber ich weiß es nicht. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder. Morgen geht es nach Zell höchstwahrscheinlich. Stellplatzvideo von hier, von Zell. Und morgen soll auch die Sonne scheinen. Hoffen wir. Sehen wir uns nicht mehr? Bin ich eingeschlafen. Ciao, ciao. Ciao. Was kann ich in Pünderich noch machen? Haben wir gestern euch ja nicht so viel zu erzählt, als wir mit dem Rad euch mitgenommen haben. Wir können hier wunderbar wandern. Es gibt verschiedene Themenwanderungen. Da gibt es auch einen Flyer zu, der hier an verschiedenen Stellen ausliegt. Und hier ist dann auch der Ausgangspunkt. Und ihr könnt den entsprechenden farblichen Markierungen der Wege, der Rundwanderwege folgen. Dazu gehört unter anderem auch, dass ihr rüberfahrt mit der Fähre, zur Marienburg hochgeht, oben die Panoramastraße Weg wandert bis nach Rheil und zurückgeht. Im Moment ist die Fähre außer Gefecht. Defekt, sie fährt im Moment nicht. Ansonsten könnt ihr dort zu Fuß oder auch mit dem Rad übersetzen und drüben die Stiege hoch bis zur Marienburg oder halt den längeren Weg wählen. Was können wir noch machen? Montags gibt es Ortsführungen. Es gibt
die ein oder andere Veranstaltung, das ist hier im kleinen Herzstück des Zentrums angeschlagen und dort findet ihr auch noch mal so einen Infokasten neben dem Stellplatz, da stehen die Termine und Veranstaltungen auch noch mal. Ansonsten könnt ihr hier natürlich Moselradweg wunderbar Fahrrad fahren und ansonsten hier auch herrlich sitzen und nur aufs Wasser gucken. Ja. Vorne ein Stückchen weiter hält auch das Boot an, wo ihr dann mit dem Schiff nach Traben-Trarbach, Zell oder wo ihr hin möchtet, die Orte sind ausgeschlagen, fahren könnt. Ja, von daher geht mal im Dunkeln durchs Dorf. Das ist schön. Heute, oder während unseres Aufenthalts wurde es ja sehr spät dunkel. Wir haben ja Sommersonnenwende. Ich habe es nicht geschafft, da hatte ich die Augen schon zu. Haben wir aber schon in den Wintermonaten, der Platz hat ja bis Dezember offen, haben wir es schon gemacht. Das ist richtig schön, weil die Beleuchtung ist wieder in diesen Gelbtönen und die Häuser sind teilweise nett beleuchtet. Kann ich euch nur empfehlen, geht mal im Dunkeln durch. Ist ähnlich wie in Ernst. Ja, und wo fahren wir jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt nach Zell oder versuchen bis nach Zell zu fahren. Plan ist, hier die Moselseite bis Zell, über die Brücke rüber, drüben den Radweg bis Reil, über die Brücke zurück zum Stellplatz. Sind roundabout 22, 24 Kilometer und das wollen wir jetzt packen. Die Sonne passt, die Laune ist im Gepäck, los geht's! Was ist das für ein Ort? Das ist Briedel. Können wir eigentlich mal durchfahren. Wir sind zwar schon auf der Hälfte, aber können ja mal eine Runde durchs Dörfli drehen. Fahren wir immer dran vorbei, wenn wir zum Stellplatz fahren. Okay. Das war mal schön. War bestimmt mal ein Hotel. Oh, das sieht nett aus. Hochwasserglocke, ne? Oder Hochwasserstandanzeiger. Das sieht schöner aus. Da kann man sich gar nicht entscheiden. Jetzt bei der schwarzen Katze. Jedes Mal, wenn wir hinten in den Kreisverkehr fahren, ob wir dadurch nach Künderich weiterfahren oder in Zell auf dem Platz stehen, muss ich ein Foto von der Katze machen. Und hier haben wir auch den Brunnen der schwarzen Katze. Da sieht die gar nicht so nett aus wie hinten im Kreisverkehr, ne? Also die, da hätte ich die Finger direkt vom Bein gelassen, wenn ich die so gesehen hätte, so wie die hinten am Kreisverkehr steht. Ich sag, soll Bruderschaft trinken? Nee. Kennt ihr die Geschichte der schwarzen Katze? Lasst es mir mal in den Kommentaren da. Warum heißt der Wein hier in Zell schwarze Katze? Zell hat auch einen Wohnmobilstellplatz, auch noch einen Campingplatz, wo ein zweiter Stellplatz angegliedert ist. Wir waren hier auch schon öfters. Du kannst hier wunderbar auch Radfahren und wandern. Liebesschlucht, wunderschöne Wanderung. Wenn ihr Lust habt, machen wir euch, weil wir ja einmal hier sind und den Stellplatz kennen, ein separates Stellplatzvideo zu dem Wohnmobilstellplatz am Römerbad. Oh, du hast mir gerade den Kommentar dagelassen, dass du ihn sehen möchtest. Machen wir euch auf dem Rückweg doch glatt ein Stellplatzvideo noch zu dem Wohnmobilstellplatz am Römerbad, weil Zell ist auch eine Reise wert. Okay, jetzt drehen wir noch ein Ründchen mit euch durch den Ort, zeigen hier das ein oder andere, was interessant ist und dann geht's weiter. Hier ist nämlich auch in der Nähe mein Lieblingswinzer und den zeige ich euch.
out and put away. Call it a day. Das hier ist an der ganzen Mosel mein Lieblingsgarten. Hier beim Weingut Martin Köster nehme ich immer meine schwarze Katz mit. Habt ihr schon mal einen Kerner probiert? Reiner Mädchenwein, sowas von süß und fruchtig, also richtig gut. Aber es gibt auch Rotling. Ich habe ja dieses Jahr meine Vorliebe für Rotling entdeckt. Und jetzt gehen wir den mal probieren. Und in schönerer Kulisse als wie in diesem netten Garten und in dem tollen Ambiente geht es kaum. Was, wenn du da eine Flasche gießt? Das ist auch eine nette Idee mit der Wurzel und den alten Dolden. Du versteckst ihn doch schon wieder in deiner Satteltasche. Du hast gegrinst wie sonst was, weil du hattest auch ein Glas zum Probieren. Und dann musste ich wollte ja nur eine Flasche mitnehmen, weil ich zum Filmen ja nur rein wollte. Jetzt musste ich vier Flaschen kaufen, weil du meinen trockenen Wein gar nicht magst. Und jetzt haben wir hier so ein Mädchenwein. Da schlupperst du ja zwei Flaschen von am Abend. Ja. Du kriegst beim Fußball heute Abend auf jeden Fall einen Radler. Kein Wein, das sag ich dir jetzt schon. Okay. Das ist ja nichts für mich. Ich kann euch den Pausengarten hier nur empfehlen. Ihr sitzt da so schön, es war alles belegt, nur die eine Bank war frei, wir konnten da nichts so zeigen. Ist hier in Zell-Kleimt das letzte Gebäude, bevor ihr praktisch zum Stellplatz kommt. Und es ist wirklich ein Idyll, da kannst du den ganzen Nachmittag gucken, sitzen und gucken. Ihr sitzt da so schön und die Weine, ich habe alle schon durchprobiert, außer die Rotweine, sind alle echt ein Traum. Ich fahr Fahrrad mit Mütz und Schal, weil das ist so wunderbar. Ich fahr ab. Das war der dicke Juppes, gerade im Häuschen. Vorsichtig. Ja, was stehst du da mitten im Bild? Falls ihr euch fragt, ob die Bahn einen sehr drüben auf dem Stellplatz beeinträchtigt. In Relation ist sie für Moselverhältnisse oder wer den Rhein kennt, weit weg. Es fahren überwiegend die Regionalbahnen. Die hört man kaum. Und je nachdem, wie der Wind steht, wenn er von der, also jetzt vom Rücken praktisch kommt, dann hört man sie minimal. Aber hat uns noch nie gestört. Ist ein beeindruckendes Bauwerk und vor allem ist hier vorne auch eine Weiche, das heißt, es gibt Gegenverkehr. Dadurch gibt es natürlich auch eine Menge zu gucken. Und da fahren recht kuriose und interessante Züge. Gestern fuhr ein
Schienenreparaturzug. Schlimmes Wort. Ich habe es geschafft, ne? Ja, Zeit, dass wir euch wieder unser Fazit zu dem Wochenende dalassen. Leider ist das Wochenende wieder vorbei und ich muss morgen arbeiten. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee und dann geht es gleich auch schon wieder nach Hause. Mosel, immer eine Reise wert. Wir waren schon oft hier in Pünderich und würden auch immer wieder kommen oder werden auch öfters noch wiederkommen, haben aber auch noch einige Pläne, euch noch mehrere Orte zu zeigen. Tiefenentspannt wie eh und je an der Mosel, ob es an der anderen Landschaft liegt, keine Ahnung. Es war so ruhig. Ich habe diese Nacht geschlafen. Ich glaube, das war die beste Nacht dieses Jahr. Ja, wenn wir den Wein trinken könnten, den wir eben gekauft haben. Aber ich muss ja noch fahren, also kann ich das ja nicht. Würde ich auch gut schlafen. Ja, vielleicht kriegst du gleich ein Gläschen zu Hause. Aber kommt Fußball, dann trinkst du ja eher lieber einen Radler. Richtig. Genau. Wir danken wieder fürs Zuschauen. Bleibt dran. Folgt uns gespannt, wo es beim nächsten Mal hingeht. Ihr seht ja immer auf Instagram zeitnah, wo wir uns gerade herumschlagen, ähnlich auch auf Facebook. Und mit ein, zwei Wochen Verzug kommen ja in der Regel die Videos von unseren Wochenenden heraus. Freitags das Drumherum, sonntags der Stellplatz dazu. Und jetzt ist der Kaffee fertig. Also auf die Schnelle. Tschüss, macht's gut. Danke.